Von mir heute einmal zu diesem Adapter für Android Auto. Das Ganze übernimmt die Funktion, wenn man das Telefon ja eben am Auto anschließt, muss man ja immer eine USB-Verbindung haben, um die volle Funktion nutzen zu können. Mit diesem kleinen Gerät umgeht man das Ganze, denn man kann das einfach ins Auto einstecken, ist mit USB-C ausgestattet, kommt aber auch mit dem entsprechenden Adapter, falls das nicht passt. Und man verbindet sie einfach mit diesem kleinen Gerät hier und kann dann eben die komplette Funktion von Android Auto nutzen, ohne das Handy mal mühsam zu benutzen, sondern kann einfach per Wireless, per Bluetooth sich verbinden und das Ganze dann so benutzen. Ich würde hier einen Cut setzen und dann schauen wir uns das Ganze einmal im Auto an, auch wie das auf dem Display dann aussieht. So, jetzt haben wir das Ganze hier einmal verbunden. Das haben wir hier mit diesem Adapter auch benutzt, den USB-C-Adapter. Und das ist dann das kleine Gerät. Das ist hier unten noch mit dieser kleinen Leuchte dann ausgestattet und signalisiert, dass wir dann verbunden sind. Und dann sehen wir hier auch auf unserem Display, Android Auto ist aktiv. Wir haben ja auch schon Android Auto Musik laufen. Und wenn wir dann hier draufklicken, können wir dann eben hier auch sämtliche Funktionen, die eben mit Android Auto bedingt sind, hier nutzen. Wir haben hier also einmal die Adressenleisten und wir haben hier den Musikeinstellungskram und können dann hier uns auch wirklich frei austoben. Wir haben dann hier ein schönes Overlay, können dann auch die App darüber steuern, zum Beispiel Amazon Music, und sind da dann eben ganz frei. Und im Endeffekt war es das dann ja auch schon an der Stelle.